Unterwegs im Dienste der Bergrettung. Eine herausfordernde und enorm verantwortungsvolle Aufgabe. Neben der Liebe zum Ehrenamt braucht es noch vieles mehr, um ein guter Bergretter zu sein. Was die Voraussetzungen sind und was es dazu braucht, ein guter Einsatzleiter zu sein, darüber darf ich heute gleich mit zwei Studiogästen sprechen, mit Christoph Stritzel und Andreas Wilschnick. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Studiogespräch hier bei TV Mürz. Ich habe schon erwähnt, heute gleich zwei Gäste hier bei mir. Christoph Stritzel, seit Frühjahr dieses Jahres Einsatzleiter der Bergrettung hier in Mürz-Zuschlag und sein Vorgänger Andreas Wilschnick. Schön, dass Sie da sind. Und hallo. Ja, ich darf mit Andreas Wilschnick beginnen und meine erste Frage an Sie richten. Ich habe schon gesagt, die Liebe zum Ehrenamt ist natürlich einmal eine Voraussetzung für einen Bergretter, aber es braucht noch vieles mehr. Was braucht es wirklich als Grundvoraussetzung mal für einen guten Bergretter? Naja, der gute Bergretter sollte natürlich einmal konditionell einigermaßen fit sein, um jederzeit und jederzeit betrifft, heißt wirklich jederzeit, um Mitternacht genauso wie am Vormittag entsprechend seine Leistung bringen zu können und am Berg mit durchaus ordentlich Gewicht hochsteigen. Er muss sich auch gut bewegen können im Gelände. Bei uns in der Region ist vor allem das sogenannte Schrofengelände eine besondere Herausforderung. Nicht nur kompakter Fels, sondern auch brüchiges Gestein und steile Flanken, wo man sich entsprechend gut bewegen muss. Und nicht zuletzt, bei uns ist auch wichtig, dass man sich im Winter auf unseren Bergen gut bewegen kann. Der Hauptteil unserer Einsätze mittlerweile findet im Winter statt. Das heißt, man muss ein guter Skitourengeher sein, der die standardmäßigen Sicherheitseinrichtungen gut durchführen kann, von der LVS-Suche bis zum Beurteilen der Lawinensituation, diese ganze Bandbreite. Also das ist schon einiges, was man da eigentlich als Vorkenntnis, kann man sagen, oder was man mitbringen muss. Und ja, das hat schon sehr, sehr bald der Christoph Stritzel mitgebracht, weil normalerweise ist es ab 16 Jahren rechtlich erst möglich, bei der Bergrettung dabei zu sein, aber das hat sich, glaube ich, nicht abgehalten, schon ein bisschen früher bei den Kollegen, den jetzigen Kollegen anzuklopfen, oder? Ja, es war so, also ich habe schon relativ früh in meinem Leben die Liebe zu den Bergen entdeckt gehabt und dann habe ich mir gedacht, gut, die Bergrettung, das wäre eigentlich was, weil was ist, wenn am Berg was passiert, und ist mir dann eigentlich schon durch die Kollegen mit Zuschlag oder Kameraden dann in weiterer Folge auch schon ermöglicht worden, dass ich mir 14 einmal das anschaue, wie das ist, habe dort mit 16 Jahren im Trockentraining einmal dabei sein dürfen, das heißt angefangen ein bisschen Knöpfel binden und bei diversen Übungen quasi dabei sein. Und habe eigentlich dann gemerkt, ja okay, das ist das Richtige und macht mir Spaß und da würde ich gern dabei sein und bin dann mit 16 offiziell beigetreten und als aktiver Bergretter dann in Dienst gegangen. Das heißt, dann beginnt es mit der richtigen Ausbildung und die ist ja in den Ländern unterschiedlich. Wie schaut die Ausbildung in der Steiermark aus? In der Steiermark schaut es so aus, dass man sich mal eine Ortsstelle suchen muss, dem man beitritt. Man hat den Status des Anwärters, der mindestens ein Jahr dauern muss. Da kann man gut schauen, ob das passt, ob die Charaktereigenschaften dazu passen zu der Mannschaft, ob die technischen Fähigkeiten eben entsprechend ausreichen. Und nach dem mindestens einem Jahr, wobei die Betonung auf mindestens liegt, es passiert auch, dass es zwei Jahre dauert, beginnen dann die ersten Kurse. Der erste Kurs ist der Sommergrundkurs. Da wird vermittelt die grundlegenden Bergetechniken, wobei aber die Ortsstelle schon die Aufgabe hat, vorher die Bergretter so weit auszubilden, dass sie diese Kurse nur mehr als Feinschliff benötigen. Mhm. Nach dem Sommergrundkurs kommt der Wintergrundkurs, wo es wieder um die gleiche Situation geht, technische Ausbildung im Winterdienst, wieder wo die Ortsstelle vorher die Ausbildung übernimmt.
Und dann kommt zum Schluss das sogenannte Prüfungsmodul nach einem weiteren halben Jahr. Und dort wird der Bergretter dann schließt er mit einer Prüfung ab, wo er dann fertiger Bergretter ist. Also es ist schon eine sehr, sehr fundierte Ausbildung, die auch ihre Zeit braucht. Und dann sitzen ja zwei Einsatzleiter da, neue kann man sagen und alter will ich jetzt gar nicht sagen, außer Dienst, beziehungsweise aber noch Stellvertreter. Der Einsatzleiter ist dann noch eine weitere Stufe, kann man sagen. Was sind dann speziell die Aufgaben von einem Einsatzleiter? Ja, also grundsätzlich ist der Einsatzleiter für die organisatorische und technische Abwicklung vom Einsatz da. Das heißt, es kommt einmal zum Beispiel Alarmierung an die Landeswarnzentrale und der alarmiert dann den örtlichen Einsatzleiter. Der muss dann einmal abklären, okay gut, wo ist das Ganze? Weil natürlich die Gebietskenntnis ist vor Ort natürlich immer mehr da, als wir bei einem Disponenten, der was in Graz sitzt, dort eine super Arbeit macht, aber natürlich bei uns im Gebiet nicht jede Forststraßen kennt. Darum ruft man dann meistens die Person noch mehr an, wo sie ist jetzt wirklich, was braucht man, muss man mal abklären, braucht man jetzt medizinische Unterstützung, sei das ein Notarzthubschrauber oder sei das ein bodengebundenes Rettungsmittel, wie kommt man dort hin, wo ist das wirklich, weil es ist ja nicht immer so, dass wir eine Standortbeilung haben und dann muss man mal abklären, gut, was braucht man und dann das Ganze mal koordinieren. Alarmiert man jetzt die ganze Mannschaft, braucht man eben Luftunterstützung, wie auch immer, und dann fängt das Ganze mal zum Laufen an. Und ja, in weiterer Folge ist es dann einfach wichtig, dass man die Mannschaft koordiniert, dass man die in einer Kompetenzen dort bestmöglich nutzt. Das heißt, dass zum Beispiel der technisch Versierte vielleicht eher im Technikbereich eingesetzt wird und der medizinisch Bewandte gleich einmal zum Patienten kommt. Die konditionell Starken gleich einmal rauskommen, dass der Patient schnellstmöglich einmal Versorgung kriegt und dass dann die ganze Bergung eigentlich eingeleitet wird. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Ist es eine Suchaktion, wo man jetzt noch gar nicht weiß, wo muss man hin? Sucht man in Klargruppen oder dann in weiterer Folge wissen wir, wo das ist. Ist es eine schwer verletzte Person, müssen wir dort eine planmäßige Bergung einleiten. Also das ist halt dann sehr individuell. Und das geht dann eigentlich bis zur Übergabe an den Rettungsdienst mit Material, Nachbereitung, dass man wieder alles einsatzfähig macht. Das liegt dann eigentlich alles beim Einsatzleiter grundsätzlich. Und was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist für die Aufgaben, ist auf jeden Fall auch die Ausbildung in der eigenen Ortsstelle, weil man sich natürlich auch immer überzeugen muss davon oder schauen muss, dass alle Leute bestmöglich ausgebildet sind, dass man weiß, wo es können die, wer hat wo seine Stärken, wo seine Schwächen, dass man es optimal einsetzen kann, dass man bei den Schwächen vielleicht ein bisschen nachfeilen kann und dass man es dann eben auch dort hinbringt, dass man sich im Einsatz sicher darauf verlassen kann, dass das dann auch passt und dass die sicher unterwegs sind. Also schon eine sehr verantwortungsvolle und natürlich auch sehr, sehr, sehr große Aufgabe, enorm viel. Da braucht es schnelles Handeln, sehr flexibel zu sein. Jetzt sind Sie mit 26 Jahren einer der jüngsten Einsatzleiter in der Steiermark, vielleicht sogar österreichweit. Das heißt, Sie waren noch nicht einmal auf der Welt, als der Andreas Wilczynek vor 28 Jahren als Einsatzleiter der Ortsstelle hier in Münzzuschlag begonnen hat. Das ist schon, also ich finde es schon sehr beeindruckend, dass so ein junger Mann da jetzt sitzt. Wann haben Sie gewusst, der Christoph ist der Richtige für meine Nachfolge? Naja, dass der Christoph besondere Ambitionen hat, hat man schon von Haus aus gemerkt, dadurch, dass er eben mit 14 Jahren schon bei der Ortsstelle regelmäßig dabei war und das alles aufgesogen hat, sämtliche Ausbildung wie ein Schwamm, was perfekt war. Es war dann so, dass ich eigentlich durchaus schon früher eigentlich Ambitionen gehabt hätte, mein Amt einmal abzugeben, weil es doch eine lange Zeit war, die ich dort als Einsatzleiter gemacht habe. Und dann hat sich das eben ergeben, dass der Christoph und der Zweite an der Ortsstelle, der ebenfalls ein Einsatzleiter, Stellvertreter, der Schölz Simon. Die zwei haben sich dann bereit erklärt, dass sie das übernehmen würden nach einigen Gesprächen. Und nachdem das in Christoph ja bis zu der Zeitpunkt schon viele Jahre in der Bergrettung gekannt habe, war es für mich klar, dass er das sehr gut machen wird. Mit 26 Jahren, einer der jüngsten, wie ich schon gesagt habe, jetzt hat es eine der ersten großen Übungen hat es gleich einmal heuer im Sommer gegeben. Alle Ortsstellen des Mürztals, ich glaube, das sind vier, wenn ich es richtig nachgezählt habe, sind mehr als 50 Bergretter waren bei diesem Einsatz dabei auf der RAX, also Einsatz bei dieser Einsatzübung. Es hat nur Lob gegeben von allen Seiten. Ist das dann schon sowas, wo dann ein bisschen ein Stein vom Herzen fällt, wenn man sagt, okay, die Premiere ist gelungen? Ja, also grundsätzlich
Wichtig ist einfach, dass man jede Übung, glaube ich, sicher abschließt und man ist nach jeder Übung eigentlich froh, wenn nichts passiert ist, wenn das dann auch alles so funktioniert hat. Das ist einmal sehr erleichternd dann im Nachhinein. Und natürlich, wenn es dann auch ausbildungstechnisch wirklich einen weitergebracht hat und wenn jeder was mitnehmen hat können, davon ist natürlich die eigene Erwartung auch daran erfüllt. Man fühlt sich selber auch bestärkt, dass das passt hat dann. Und man ist wieder motivierter, dass man das auch so weitergibt, weil man weiß einfach, man kann sein eigenes Wissen dort anbringen und weitergeben und dass dann auch wieder alle profitieren im ganzen Gebiet davon. Also ständige Fortbildung ist ja das Um und Auf. Es hat sich ja irrsinnig viel auch in der Technik im Alpinismus verändert. Im Laufe der vielen Jahre, kann man sagen, wo Sie dabei sind. Ich glaube, vor 30 Jahren hätte niemand gedacht, dass Menschen in die Berge gehen, die vielleicht weniger Ahnung haben. Damals waren es nur eigentlich Alpinisten, die unterwegs waren. Heute sind es aufgrund der vielen neuen Sportarten, die es ergibt, völlig andere Typen, die in der Natur, speziell halt in den Bergen unterwegs sind. Jetzt hat sich deswegen auch die Einsätze haben sich verändert, aber auch die Zahl der Einsätze hat sich leider auch massiv erhöht, oder? Ja, das ist richtig. Ein besonderer Boost war in den letzten Jahren natürlich Covid, Corona. Dadurch, dass sämtliche sonstige Vergnügungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung gestanden haben, war die Natur die einzige Vergnügungsmöglichkeit und das hat man halt extrem gemerkt. Wir haben voriges Jahr das Jahr mit den meisten Einsätzen gehabt, seit ich Einsatzleiter bin, mit 31 Einsätzen. Und das ist dann für so doch eine kleine Ortsstelle. Wir sind 38 Kameraden und Kameradinnen, drei Kameradinnen davon, sind wir doch sehr gefordert gewesen. Und das merkt man dann schon in der Bereitstellung des Personals, dass halt dann wirklich auch Bergretter zur Verfügung stehen, weil wenn das 2-, 3-, 4-mal im Jahr ist, dann geht es das leicht. Wenn das dann 30-mal im Jahr ist, wird das ein bisschen schwieriger, dass man wegkommt. Und so gesehen hat sich schon sehr viel geändert. Der Skiturm-Boom, der vor schon längerer Zeit angefangen hat, 4, 5, 6 Jahre, der hält unvermindert an. Also was in den Winter in den Bergen abspielt und darum sind wir auch sehr winterlastig, ist unglaublich, wie viele Leute da unterwegs sind. Und das macht es halt für uns dann, dass wir ein bisschen mehr zu tun haben. Mhm. Es sind nicht nur Skitourengeher, muss ich auch dazu sagen, sondern es sind ganz viele Schneeschuhwanderer und auch Fußgeher. Also wie viel Fußgeher, dass man im Winter derzeit auf der Rax trifft, ist unbeschreiblich. Also es ist sicher, mindestens ein Drittel ist zu Fuß unterwegs. Okay. Ja, wie es den Bergrettern und Bergretterinnen nach so einem Einsatz geht, darüber sprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung. Willkommen, mein Name ist Alea Zeilbauer, ich bin die Schulleiterin. Klimaversum, so heißt die Wanderausstellung des Grazer Kindermuseums, die vom Land Steiermark in Auftrag gegeben wurde. Spielerisch dürfen die Kinder hier Wetter und Klima erforschen. Aktuell ist die Ausstellung in der Mürz-Zuschlager Toni-Schruff-Volksschule zu Gast. Klimaversum ist eine interaktive Ausstellung für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, wo man vieles zum Thema Wetter und Klima lernt. Also was bewirkt der Klimawandel auf unserer Erde, aber was kann auch jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen. Die Bildung von Kindern und Jugendlichen, aber auch von den Erwachsenen steht ganz klar im Mittelpunkt. Am 10. Oktober wurde in der Klimabündnisgemeinde Mürz-Zuschlag die Ausstellung feierlich eröffnet, umrahmt von einem Kinderchor der Volksschule. Die Welt ist bunt und Kugel, Land und Länder gibt es viele. Wenn ich hier dreh und das hier sind, dann hab ich 1000 Ziele. Die zahlreichen Mitmachstationen laden die Kinder ein, sich aktiv und voller Begeisterung mit dem Thema Klimaschutz zu beschäftigen. Denn Wissen darf auch Spaß machen und das wissen auch die Großen. Zunächst bedanke ich mich wirklich beim Land Steiermark, beim Klimabündnis, dass diese Ausstellung auch bei uns jetzt stattfinden kann. Und Lernen ist immer so eine Sache, am besten lernt man, wenn es Spaß macht. Und die Ausstellung ist so aufgebaut, dass es durchaus unterhaltsam ist, Spaß macht, aber ich glaube auch spannend ist. Und wie wir heute schon ganz kurz gehört haben, sind die Kinder schon sehr gut informiert, nehmen das Thema sehr ernst und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, Kinder zu informieren, nicht, dass sie unwissend sind und alles glauben müssen, sondern dass sie kindgerecht auch wissen über den Klimawandel und die Möglichkeiten zum Klimaschutz früh genug informiert werden. Diese Information ist natürlich auch Direktorin Alea Zeilbauer ein Herzensanliegen. Zum ersten Mal haben wir eine Aula
Warum der Klimaschutz nicht nur den Verantwortungsträgern, sondern vor allem auch den Schülerinnen und Schülern so wichtig ist? Das sagen uns Matthias und Nicola. Der Klimaschutz hilft, dass wir eine bessere Zukunft haben. Und was heißt das für dich persönlich? Was machst du da? Naja, wir waren schon mal mit meiner Familie in der Au joggen und da dann Müll sammeln. Also es ist auch für unsere Zukunft wichtig und wir haben ja keinen zweiten Planeten, dass wir einfach rumreisen können. Wir haben ja nur die Erde. Und was machst du persönlich so für den Klimaschutz? Also ich gehe immer zu Fuß in die Schule und ich schaue, dass wir nicht mehr so viel Plastik kaufen und Obst und Gemüse, was nicht von irgendwo herkommt. Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung Klimaversum sowohl am 12. als auch am 13. Oktober ohne Anmeldung zugänglich. Jeweils von 14 bis 16 Uhr in der Volksschule. Was sollen die Erwachsenen besser machen? Vielleicht, dass auch nicht mehr so viel mit dem Auto fahren und sich informieren, wenn sie was kaufen wollen, das kommt. So ist es. Wir erweitern unsere Produktionsmannschaft. Wir, die Voestalpine Böhler Aerospace mit Sitz in Kapfenberg, produzieren hochbeanspruchbare Gesenkschmiedeteile und sind führender Zulieferer der internationalen Luftfahrtindustrie. Wir stellen ProduktionsmitarbeiterInnen mit und ohne Vorkenntnisse ein. Es erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld, tolle KollegInnen und eine sehr attraktive Entlohnung. Bewirb dich jetzt und komme in unser Schmiedeteam nach Kapfenberg. www.voestalpine.com/bola-aerospace. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Erleben Sie unser neues Küchen- und Möbelstudio im Miele Center Stadtwerke Mürzzuschlag, Mariazellerstraße 45C. www.stwmz.at. Wir machen eine Umfrage für TV Mürz. Es geht ums Thema Energiekrise, Teuerung, Inflation. Wie gehen Sie mit all diesen negativen Schlagzeilen um? Ja, wie ist Ihr Junge mit denen? Wir müssen schauen, dass wir uns selbst versorgen mit dem Ganzen. Nicht? Aber wir kriegen nichts mehr zum Kaufen im Endeffekt. Kein Photovoltaikanlage, weil sonst könnten wir das schon selber machen. Ja, ich denke, man kann nichts machen. Man muss glücklich sein, in so einem Land wie Österreich zu leben. Wir sind ja echt in einem gesegneten Land, sage ich einmal. Uns geht es eigentlich sehr, sehr gut, wenn man in andere Länder schaut und somit kann man nichts machen, ist besser draus machen und ja, dankbar sein. Ich merke in meinem Umfeld, dass die Leute alle belastet sind, statt dass sie eigentlich realistisch das Problem zur Kenntnis nehmen. Es wird ja nur ganz einfach verstärkt. Es wird das verstärkt, was eigentlich eh schon ziemlich offensichtlich ist. Ich suche mir Arbeiten, die mir gefallen, Bastelarbeiten oder gehe in den Wald und dadurch schaue ich weniger Fernsehen und so ist es okay. Und da tue ich was für meine Gesundheit und alles. Ich liebe den Wald, ja? Ja, einfach immer vorwärts schauen, die Träume einfach verfolgen, was man gerne erfüllt hätte und so. Und ja, die auch nicht sich abziehen lassen für die negativen Schlagzeilen, sondern jeder Tag hat Sorgen genug und von Tag zu Tag leben. Man versucht, glaube ich, für sich selbst und für seine Familie das Beste daraus zu machen und zu versuchen, mit diesen Randerscheinungen so gut als möglich umzugehen. Im Prinzip muss man es hinnehmen, so wie es ist. Und ja, wirtschaftlich geht es mir nicht so schlecht, also ich kann es irgendwie verkraften. Man überlegt sich, braucht man wirklich 2 Kühlschränke? Wir haben auch 2 Tiefkühler. Wir haben praktisch einen geleert. Man macht ein bisschen Vorsorge. Was weiß ich, mit Wasser, Lebensmitteln und so weiter. Und das kommt also meinen Intuitionen entgegen. Ich kann endlich 2 Grad runterdrehen, die Heizung, wo ich mich sowieso persönlich wohlfühle. Also diese Dinge mache. Ich habe mir einen Holzofen einbauen lassen. Und somit brauche ich nicht die großen Heizkosten zahlen, was Strom betrifft. Ja. Der Staat tut eh ein bisschen was. Wenn man jetzt die 500 Euro Energiebonus kriegt, man hat diese Einmal-Ausgleichszahlung kriegt, ja, es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber was soll man machen? Ich meine, das kleine Österreich ist mit Sicherheit auch sehr viel von der Weltwirtschaft abhängig. Und es macht auch richtig oft Spaß, mit anderen Leuten zu diskutieren drüber, nicht? Weil jeder hat dann doch eine andere Meinung dazu, nicht? Was eigentlich eine schlimme und eine absolute Frechheit ist, dass der Strompreis nach dem Gaserzeugungsding gedeckelt ist
Und obwohl wir 77 bis, also ungefähr 60-70% Strom aus Wasserkraft machen. Die Jungen sind angehalten, speziell beim Neubau, ein bisschen genauer technisch interessiert, dass sie für Heizungen zu interessieren, die Isolationen verstärken und. Also zufälligerweise komme ich ein bisschen aus der Branche und das sollte halt ins Bewusstsein der Jungen eindringen. Ne? Also ich meine, viel können wir halt auch nicht machen. Also ich versuche schon auch viel darüber zu lesen und mich zu informieren, aber es ist halt sehr frustrierend. Ja, einfach Strom sparen, wo es geht. Einfach, dass man sagt, darüber nachdenken, was kann man jetzt da, was braucht man jetzt da. Und einfach ein bisschen reduzieren halt. Und irgendwo macht es sogar ein bisschen Spaß, dass man einfach einmal drüber nachdenkt, was ist jetzt wirklich umsonst oder was treiben wir jetzt wirklich umsonst dann auf? Sprich, E-Herd oder Heizung kann man reduzieren. Und schauen Sie dann auch weniger Fernsehen oder? Natürlich, man versucht es, aber nachdem wir so von den Medien auch umgeben sind, holen einen die Themen immer wieder ein. Zurück zum Gespräch mit Christoph Stritzel und Andreas Wiltschnick von der Bergrettung in Mützzuschlag. Ja, wir haben gehört, die Einsätze haben sich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte massiv erhöht und verändert. Wie geht man damit um, wenn man jetzt von einem Einsatz zurückkommt, der eigentlich aufgrund der Fahrlässigkeit der zu Bergenden verursacht wurde? Ja, also grundsätzlich ist das, glaube ich, ganz eine menschliche Komponente, dass jeder persönlich seine eigene Meinung über gewisse Sachen bildet. Aber wir wissen, wenn wir in Einsatz gehen oder auch wenn wir zurückkommen, meistens noch nicht, was für die Parameter haben dazu geführt, dass die Person dort hingekommen ist. Und das liegt nicht in unserer Kompetenz, dass wir darüber urteilen, sondern unsere Aufgabe und unsere Kompetenz ist es ganz klar, dass wir die Leute im alpinen Gelände, was dort verunglückt sind oder Hilfe brauchen, dass wir die dort bergen und die unterstützen. Und darum sind wir froh über jeden Einsatz, wo es dann gut ausgeht, egal ob der fahrlässig war, ob das, wie es dazu gekommen ist, von dem her. Also man ist nicht verärgert? Verärgert eher weniger, von dem her. Gibt es, was frage ich jetzt auch den Erfahrenen, gibt es einen Einsatz, der Sie emotional vielleicht sehr berührt hat, den Sie sehr, sehr positiv in Erinnerung haben? Naja, das macht natürlich, wenn man 28 Jahre Einsatzleiter ist, hat man viele Erfahrungen in dem Bereich. Ich muss sagen, ich freue mich über jeden Einzelnen, dem wir helfen haben können. Es ist immer ein super Gefühl, wenn man jemand aus der misslichen Lage helfen kann. Es ist mir schon einer ganz besonders in Erinnerung. Das war ein Bergläufer, der im Spätherbst vom Schnee überrascht worden ist. Und dort aufgrund der Witterungsverhältnisse vom Reistalersteig abgekommen ist und mitten in einer Wand zum Stehen gekommen ist. Wie ich mich dann dort zu ihm abgesagt habe und hingekommen bin und dann sind die Tränen über die Wangen gekullert, war das schon ein besonderer Augenblick, den ich nie vergessen werde, wenn wir den dann unten geborgen gehabt haben. Er war so nicht verletzt, er war einfach nicht mehr fähig, weiter selber irgendwie weiter wegzukommen dort. Es war kalt, also er wäre erfroren, wenn wir nicht gekommen wären. Also von dem her war das schon ein besonderer Einsatz, der mir nachhaltig in Erinnerung ist. Ja, ist sehr berührend. Da muss ich mich gleich bemühen, dass ich auch nicht sehr, bin immer sehr nah am Wasser gebaut. Jetzt haben Sie im Frühjahr das Amt des Einsatzleiters übergeben. Aber das heißt nicht, dass Sie den Jungen, den Christoph und den Simon, nicht helfend zur Seite stehen, oder? Das habe ich immer gesagt auch. Also ich habe schon sehr viel Zeit investiert und mir war das klar, dass das für einen jungen Menschen, der jetzt frisch im Berufsleben steht, dass das doch sehr viel Arbeit ist. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir uns ein bisschen die Aufgaben teilen und die natürlich jederzeit, wenn sie Hilfe brauchen, auch zur Seite stehe, aber eben nur, wenn sie es brauchen. Also ich werde mich nicht ungefragt einbringen, sondern ich werde dann da sein, wenn sie mich brauchen. Ich glaube, das ist auch nicht Ihr Charakter, sich da in die erste Reihe zu drängen, weil ich habe Sie nämlich auch gefragt, Sie haben bekommen das Verdienstkreuz in Gold von der Bergrettung und ich habe das Gefühl gehabt, Sie haben das wieder schon fast vergessen, weil es zwar eine tolle Auszeichnung ist, aber deswegen macht man es nicht, oder? Das stimmt, richtig. Es ist innerhalb der eigenen Organisation ist dann doch eine tolle Anerkennung der Leistungen, was man gebracht hat. Aber in Wirklichkeit geht es mir darum, in erster Linie um Menschen zu helfen und das macht es eigentlich aus und das ist der Gegenwert für alles. Menschen zu helfen. Christoph Stritzel, Sie sind ja nicht nur bei der Bergrettung, ich glaube, Sie sind ja auch im Rettungsdienst ehrenamtlich unterwegs, oder? Ja, genau. Also ich fahre regelmäßig seit knapp 8 Jahren beim Roten Kreuz am Notarztstützpunkt mit Zuschlag, mache da wöchentlich meinen
Dienst. Und ja, sammelt dort da relativ viele Erfahrungen, einfach was einen einfach in der Bergrettung dann auch wieder weiterbringt. Und einfach dort, wo man das Wissen wieder optimal einsetzen kann, und man kriegt dann auch eine gewisse Routine einfach von der Einsatzerfahrung, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann und was einen selber dann einfach immer wieder in gewisse Situationen unterstützen kann. Gerade am Berg, wo man vielleicht nicht auf unbegrenzte Ressourcen zurückgreifen kann, sondern wo der Weg dann da einmal länger ist, bis wirklich medizinische Hilfe durch ärztliche Unterstützung dann kommt. Also ganz ein tolles Engagement im Ehrenamt. Sie haben aber schon auch einen Brotberuf, oder? Ja, grundsätzlich schon. Also ich bin auch bei einem Windkraftanlagenhersteller angestellt und ja, bin dadurch auch sehr viel in den Bergen unterwegs, weil sich einfach die Windenergie in den Bergen immer mehr durchsetzt, auch, weil man einfach, sagen wir mal, im Flachland der Markt schon sehr gesättigt ist und weil wir einfach die Netzkapazitäten nicht haben, müssen wir das einfach verteilen in der aktuellen Krise auch. Also ist da, kann man sehr gut kombinieren auch mit der Bergrettung. Okay. Zurück zum Einsatzleiter jetzt noch einmal. Ja, es gibt natürlich jetzt als Einsatzleiter, wir haben vorher gehört, die Aufgaben, die sind abzuarbeiten, da gibt es natürlich so quasi eine Liste. Trotzdem hat jeder Einsatzleiter, der ja auch eben das Team zusammenhält, eine eigene Handschrift. Was ist oder was wird Ihre sein? Also ich glaube, selber das über sich selber zu urteilen, ist sehr schwierig. Da kann ich eher für den Andi vielleicht sprechen, was der Andi immer extrem gut gemacht hat, war im Prinzip das individuelle Eingehen auf alle Kameraden, auch der Zusammenhalt, dass man einfach schaut, dass die ganzen Kameraden auch zusammenhalten würden, dass man wirklich schaut, dass man jeden fördert, dort wo er Unterstützung braucht, dass man wirklich auf die gezielt eingeht auch und dass man jeden im Prinzip einfach in der Gruppe auch so akzeptiert, wie er ist. Und ja, dass man einfach, dass er miteinander ist, weil einer allein kann einfach nicht viel, bewirkt am Berg nichts. Man braucht einfach die gesamte Gruppe und da ist es einfach wichtig, der Zusammenhalt. Das Team ohne Team geht's gar nicht. Ja. Wir sprechen immer von Kameraden, der Wilschnick hat es kurz angesprochen, ihr habt auch drei Damen im Team und ich glaube, das ist schon auch was Besonderes, dass in den letzten Jahren auch immer mehr Frauen kommen und mit, ich glaube, sie ist Mitglied in Dragös in der Ortsstelle, die Dame, die ist ja jetzt sogar sogar in der Geschäftsführung von der Landesleitung, glaube ich, Landesleitungsstellvertreterin. Das ist schon was Besonderes und wie gesagt, ihr habt auch Frauen mit dabei. Wie viel? Drei? Drei, ja. Okay. Eine fertige Bergretterin, ja. Das ist die Carina, und zwei junge Anwärterinnen, die in den nächsten Jahren ihre Ausbildung abschließen und dann uns tatkräftig unterstützen werden. Das heißt, man braucht es jetzt auch, egal ob jetzt Dame oder Mann, kaum Sorgen um den Nachwuchs machen in der Bergrettung? Das ist Gott sei Dank so. Also es ist bei uns so, dass wir immer wieder Anfragen haben. Wir haben Jahre gehabt, da haben wir sehr viele junge Anwärter gehabt, was das Problem war, dass man zu viele Anwärter in den Reihen hat. Da haben wir dann einmal sogar Aufnahmesperre gehabt, einfach um die Qualität sicherzustellen in einem Einsatz. Es hilft nicht, wenn dann ein erfahrener Bergretter mit 5 Anwärtern unterwegs ist. Mhm. Und aus dem Grund schauen wir, dass wir so immer Jahr für Jahr ein paar auswählen, die dann eben bei uns Anwärter werden und die dann bei uns integriert werden. Ja, das ist sehr schön und eigentlich ja, wirklich, kann man sich nur wünschen. Ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, dass ihr immer gut und heil von den Einsätzen zurückkommt und sage, glaube ich, stellvertretend für ganz, ganz viele Danke für euren Einsatz und ja, danke auch, dass ihr da wart und ihr euch die Zeit genommen habt, ein bisschen einen Einblick zu gewähren in das Leben eines Bergretters. Dankeschön. Ja, und zu Hause zu den Damen und Herren sage ich auch danke fürs Einschalten. Passen Sie gut auf sich auf, nicht nur, wenn Sie in den Bergen unterwegs sind. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.